Herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Thema Voraussetzungsprüfung bei der konfirmatorischen Faktorenanalyse mit Lavan sowie bei der robusten Schätzung. Hier werde ich Ihnen zeigen, wie Sie für eine CFA mit Lavan die Normalverteilungsvoraussetzung prüfen können und außerdem, wie Sie mit einer robusten Schätzung nach Satora-Bendler auch valide Ergebnisse erzielen können, falls die Normalverteilungsvoraussetzung verletzt sein sollte. Das Video ist Teil einer Serie von Tutorials. Es stützt sich auf ein Basistutorial zur Einführung in die CFA mit Lavan, in dem ich alle Schritte einer konfirmatorischen Faktorenanalyse mit R einzeln erkläre. Sie finden einen Link zu diesem Basistutorial in der Beschreibung vom Video. Jetzt wollen wir die Daten auf Normalverteilung prüfen und falls die Annahme verletzt ist der Normalverteilung, einen robusten Test durchführen. Zunächst laden wir Lavan. Das hier ist jetzt der Code für das Modell, was wir eben gesehen haben. Wir haben also drei Faktoren mit jeweils drei Indikatoren und zwischen zwei Indikatorvariablen gibt es eine Kovarianz der Fehlerterme. Und das ist jetzt die gleiche Schätzung, wie wir sie im Basistutorial vorgenommen haben. Aber die Ergebnisse dieser Schätzung beruhen auf der Annahme, dass unsere neuen Variablen, die wir hier auswerten, multivariat normal verteilt sind. Darauf basiert der Chi-Quadrat-Test fürs gesamte Modell, darauf basieren die verschiedenen Fit-Indizes und darauf basieren auch die Parameterschätzungen. Falls diese Normalverteilungsannahme jedoch verletzt sein sollte, sind unsere ganzen Schätzergebnisse unzuverlässig. Deswegen sollten wir prüfen, ob wir wirklich von dieser Annahme der Normalverteilung ausgehen können. Zur Prüfung der multivariaten Normalverteilung gibt es ein gesondertes Modul in R, MVN, großgeschrieben. Wenn Sie es noch nie verwendet haben, müssen Sie es natürlich einmal mit Install Packages installieren. Ich habe es schon installiert, insofern muss ich es nur laden. Jetzt möchte ich alle Variablen, die als Indikator für unsere CFA verwendet werden, auf multivariate Normalverteilung prüfen. Gucken wir uns nochmal kurz den Datensatz an. Diese ganzen Variablen hier vorne beschreiben im Grunde die Schülerinnen und Schüler, die an diesem Test teilgenommen haben. Die brauchen wir nicht, wir brauchen nur diese neuen Variablen von x1 bis x9. Deswegen wähle ich die hier aus. Und jetzt führe ich den Test auf multivariate Normalverteilung durch. Zuerst der Funktionsname, MVN, aber diesmal klein geschrieben. Dann den DataFrame mit diesen neuen Variablen. Und hinten fordere ich den MADIAS-Test als Test für multivariate Normalverteilung an. Entscheidend ist eigentlich der Test hier oben auf multivariate Normalverteilung. Wir haben einen Test nach MADIA für die Schiefe und einen für die Kurtosis. In beiden Fällen ist der P-Wert kleiner als 0,05. Wir haben also weder eine Schiefe noch eine Kurtosis, die so ist, wie sie bei Normalverteilung sein sollte. Insofern hinten Result No hinsichtlich Schiefe und No hinsichtlich Kurtosis. Und damit auch als Gesamtergebnis liegt multivariate Normalverteilung vor, auch Result No. Dazu gibt es auch hier immer automatisch noch einen Test für univariate Normalverteilung für die neuen Variablen. In diesem Fall nach Anderson-Darling. Und wir sehen hier, 7 der 9 Variablen sind auch univariat nicht normal verteilt. Und unten haben wir noch eine Reihe von deskriptiven Angaben für unsere ganzen Indikatorvariablen. Wenn wir statt des Tests nach Anderson-Darling für die univariate Normalverteilung lieber den bekannteren Test nach Shapiro-Wilk haben möchten, können wir den hier anfordern. Der entscheidende Test oben für die multivariate Normalverteilung ändert sich nicht. Aber hier haben wir jetzt die univariate Normalverteilung nach Shapiro-Wilk getestet. Und jetzt sind nur noch 6 der 9 Variablen nicht univariat normal verteilt. Aber ändert nichts an unserem Ergebnis, dass wir eben die Annahme der multivariaten Normalverteilung nicht aufrechterhalten können. Daher entscheiden wir uns hier für eine Modellschätzung mit einem robusten Schätzer nach Satora-Bendler. Das Modell ist das gleiche, an dem ändert sich nichts. Das Einzige, was sich ändert, ist der Aufruf der Schätzung hier mit der CFA-Funktion. Und zwar kommt hier ein Parameter dazu, Estimator gleich MLM. Das ist ein robuster Schätzer, der eben korrigiert für eine Verletzung der Normalverteilung. Schätzung endet normally, das ist schon mal gut. Und hier sehen wir, für den Chi-Quadrat-Test fürs Modell haben wir einmal das normale Ergebnis, was wir auch oben schon hatten. Aber daneben haben wir noch ein robustes Ergebnis mit einer anderen Teststatistik und einem anderen P-Wert. Und hier gibt es eben diese Korrektur nach Satora-Bendler. Das ist ein Ergebnis, was auch zuverlässig ist, wenn die Normalverteilung nicht gegeben ist. Auch für die Fit-Indizes haben wir jetzt robuste Varianten. Wir haben hier einen robusten CFI.
Wir haben hier einen robusten RMSEA und wir haben hier einen robusten SRMR. Und in dem Fall würde ich auch die berichten statt der normalen, wenn die Normalverteilungsannahme nicht gegeben ist. Und hier bei den Parameterschätzungen sehen wir Standard Errors Robust.sem. Das heißt, für die ganzen Parameter, die geschätzt werden, die Standard Errors und daraus folgend auch die Z-Values und die P-Werte basieren auf Standardfehlern, die keine Normalverteilung voraussetzen. Insofern kommt es hier auch zu anderen Ergebnissen, was die Z-Werte angeht. Und prinzipiell auch, was die P-Werte angeht, wobei man bei 000 nachher keinen Unterschied sehen wird. Damit bin ich am Ende von diesem Tutorial zum Thema Normalverteilung prüfen und robust schätzen im Rahmen der CFA mit Lavan. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche unter dem Video. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren Auswertungen.